Hallo und herzlich willkommen, liebe Studierende, zum Seminar E-Study – Erfolgreich studieren mit dem Internet. In diesem kurzen Video möchte ich euch in vier einfachen Schritten erklären, wie ihr immer die aktuellsten Informationen vom Blog erhaltet und wie ihr euren eigenen Blog anlegen könnt. Um immer mit den aktuellsten Informationen versorgt zu sein, müsst ihr einfach ein dynamisches Lesezeichen der Seite abonnieren. Hierfür drückt ihr im Firefox die Alt-Taste, sodass ihr oben diese Symbolleiste angezeigt wird. Dort klickt ihr auf Lesezeichen, diese Seite abonnieren und ihr abonniert den E-Study Feed. Dies leitet euch weiter auf die Seite mit dem RSS-Feed. Hier klickt ihr einfach auf Jetzt abonnieren, gebt dem Ganzen einen Namen, ich nenne es zum Beispiel E-Study Blog, und drückt auf Abonnieren. Um jetzt noch den Feed anzuzeigen, drückt ihr wieder auf Alt, geht auf Ansicht und lasst die geht auf Symbolleisten, Lesezeichen Symbolleiste und lasst euch diese anzeigen. Nun habt ihr hier euren Feed und könnt euch die Seiten alle anzeigen lassen. Hier seht ihr zum Beispiel, ob immer neue Aufgaben hochgeladen worden sind und könnt diese direkt mit einem einfachen Klick erreichen. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr euch in eure Seminargruppe eintragen könnt. Hierfür klickt ihr einfach auf der Hauptseite auf Seminargruppe. Ihr werdet zur aktuellen Seminargruppe weitergeleitet und gebt einfach hier oben rechts euren Benutzernamen und das Passwort ein. Drückt dort dann auf Anmelden. Sobald ihr euch eingeloggt habt, hättet ihr, wenn ihr in der Gruppe noch nicht beigetreten seid, hier die Möglichkeit, Gruppe beizutreten. Dies könnt ihr dann einfach machen. Nun seid ihr der Gruppe beigetreten und könnt immer sehen, was andere Studierende bereits gemacht haben. Ihr seht, ob sie neue Beiträge veröffentlicht haben, ob sie jemanden kommentiert haben, wer beigetreten ist. Dies alles erscheint nun hier unten in dem Nachrichtenfeed. Möchtet ihr eine E-Mail erhalten mit den aktuellsten Informationen, so könnt ihr einfach zum Beispiel eine tägliche Übersicht oder eine wöchentliche Zusammenfassung erhalten, sodass ihr immer up-to-date seid. Möchtet ihr nun jetzt einen Blog anmelden, geht ihr einfach oben rechts bei Willkommen und dann euren Namen, geht hier auf Webseiten und drückt auf Erstellen Sie eine Webseite. Hier gibt ihr dann dem Blog einen Namen, zum Beispiel gebe ich jetzt mal Testi ein und der Titel der Webseite ist Testi Blog. Ihr könnt jetzt noch entscheiden, ob eure Webseite in Suchmaschinen erscheint. Dies müsst ihr selbst überlegen, je nachdem, wie wichtig euch eure Privatsphäre ist. Sollten die Beiträge nicht irgendwie bei Google aufzufinden sein, drückt ihr auf Nein. Danach geht ihr auf Webseite erstellen und ihr gelangt zu der Seite, auf der ihr gratuliert werdet, dass ihr diesen Blog erstellt habt. Nun geht ihr zurück in eure Gruppe, indem ihr einfach auf Gruppen klickt und dort dann auf den Blog, an dem ihr euch angemeldet habt, geht. In der Seminargruppe könnt ihr nun als vierten Schritt im Feedbacker euren Blog anmelden, um dort dann Feedback für euren Blog zu erhalten. Auf der ersten Seite seht ihr schon, welche Blogs alle angemeldet sind. Hier habt ihr auch selbst die Möglichkeit, einen Blog anzumelden. Hierfür klickt ihr einfach auf Blog anmelden. Und könnt dann einfach euren Blog hier eintragen. In diesem Fall den Testblog. Blog anmelden. Und Gratulation, euer Blog ist angemeldet. Nun erhaltet ihr auch Feedback für euren Blog und könnt dementsprechend auch das Peer-Tutoring starten. Und das Gute an dieser Sache ist, dass nun all eure Beiträge und Kommentare an die Seminargruppe weitergeleitet werden und nun auch hier vorne erscheinen werden, sodass jeder Studierende sehen kann, was ihr gemacht habt. Soweit auch schon zu diesen vier einfachen Schritten zum Seminar. Nun könnt ihr ganz einfach durchstarten, indem ihr einfach oben auf eure Seiten geht, dann in eurem Beitrag, in eurem Blog auswählt und einen neuen Beitrag verfasst. Und wir freuen uns schon, euren ersten Beitrag lesen zu dürfen und wünschen euch hiermit viel Spaß im Seminar. Auf Wiedersehen.